Hallo meine Lieben, der Feldherrn ist wieder da. Und jetzt fast eins nach dem anderen kamen die Videos. Das hat auch seinen guten Grund, meine Lieben. Da sind so langsam manche Geschwister haben so Fragen, Anliegen. Und ich möchte die auch nicht unbeantwortet lassen, weil wenn der Herr morgen kommt, dann möchte ich mich nicht in den Schuld fühlen, dass ich das nicht weitergegeben habe, nicht beantwortet habe, noch rechtzeitig. Ich bin auch dankbar, dass wir noch drüber reden dürfen. Aber irgendwo ist auch schade, dass wir so über diese Themen in dieser Art und Weise reden müssen, immer noch. Lasst uns vorher beten, meine Lieben. Himmlischer Vater, gelobt und gepriesen seist du, dass du uns im Ganzen siehst und dass du weißt, dass wir Fleisch, Seele und Geist sind. Und wir danken dir, Herr, dass du nicht urteilst, wie die Menschen urteilen. Und dass dein Gericht gerecht ist. Und dein Gericht Gnade ist jetzt, in dieser unserer Zeit. Wir danken dir, dass du uns in unserem Herrn Jesus Christus, deinen einzigen Sohn, siehst. Und danken dir, Herr, dass du unsere Vergehungen nicht siehst. Dass du unsere Sünden vergeben hast. Dass du unsere Schwachheit, unsere Stärken kennst. Ach Herr, lass uns immer schwach sein in dir. Und dass du immer stark wirst in uns. Lass uns wirklich nicht links und rechts gehen, sondern immer geradeaus mit dir. Lass uns geistlich auffassen, das, was du uns sagst, und nicht versuchen, es menschlich darzulegen. Herr, stehe uns bei und lass dein Name verherrlichen. Segne jeden Einzelnen von uns. Amen. Die Frage ging um das Thema Sexualität. Und es ist ein Thema, wo ich schon mal aufgegriffen habe, ich habe darüber schon mal gesprochen. Es ist sehr schwierig, über Themen wie Sexualität, Sucht und Sünde zu sprechen. Und wisst ihr warum? Weil in der Christenheit gibt es genauso wie in der Welt verschiedene Arten der Politik. Es gibt so die Kommunisten, die gesetzlich sind und sagen, es muss so sein, wenn du so und so nicht tust, dann bist du nicht gut. Dann gibt es die Demokraten, die sagen, ist alles erlaubt, kannst machen, was und wie du willst. Gott wird schon irgendwas machen, es wird schon vergeben. Es gibt die Linken und die Rechten. Und es gibt wenige, die eigentlich den Mittelweg nehmen mit dem Herrn. Und genau das macht schwierig, über etwas zu reden. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass der Herr nicht nur uns erschaffen hat. Wir sind zwar selbst in die Sünde gefallen, durch Adam haben wir alle gesündigt und leben in diesem sündigen Fleisch. Sondern wenn Gott mit uns umgeht, dann betrachtet er uns als Ganzes. Und das Problem ist, die Christen machen das oft nicht. Gott betrachtet uns Leib, Seele und Geist und trennt diese nicht.
Er weiß ganz genau, dass wir im Fleisch der Sünde leben. Er weiß ganz genau, dass unsere Seele möchte das Gute tun, wie Paulus in Römer 7 das klar sagt und in Galaterbrief 5. Wir möchten das Gute tun, aber können wir nicht wegen der Sünde in unser Fleisch. Und deswegen hat er unseren Geist, seinen Geist als Beistand gegeben, um gegen diesen Macht des Fleisches zu bekämpfen, dass wir das Gute tun können. Und das deutet genau dahin, dass kein Mensch kann ohne der Hilfe des Geistes Gottes den Willen Gottes vollbringen. Kein Mensch. Es gibt keiner. Und deswegen sagt auch Paulus, dass wir sind nicht aus Werken, dass sich keiner rühme, sondern wir sind durch Christus, in Christus, durch den Geist, vollkommen verherrlicht, gereinigt, geheiligt und gerettet. Das Problem der Christen ist auch, dass man sich festnagelt an gewisse Sprüche und Aussagen des Schriftes und es macht nicht so, wie der Herr es getan hat, wie Gott es getan hat und es tut bis heute, dass er die Schöpfung im Ganzen sieht. Wenn viele sagen, ja natürlich, ein Christ, der wandelt im Geist und sündigt nicht mehr und derjenige, der sündigt, der hat irgendwo was nicht abgegeben. Und natürlich, derjenige, der vom Geist geboren ist, der hasst die Sünde. Das Problematik ist, dass wir Christen nicht ernst nehmen, was auch Paulus in nicht nur einer Stelle sagt, dass wir im Fleisch sind, wandelt zwar nach Geist, aber im Fleisch sind wir fern von Gott, im Geist sind wir nah zu Gott, aber nicht nur das. Dass Gott hat uns erstens natürliche Triebe gegeben, wie die Sexualität. Und dieses natürliche Trieb ist bei einem mehr, bei dem anderen weniger. Bei dem einen gar nicht. Außer diesem natürlichen Trieb, sagt Paulus auch deutlich, dass im Fleisch haben wir auch besondere, verschiedene Begabungen gekriegt. Also nicht nur die Gaben des Geistes, sondern wir selbst haben Begabungen. Ja? Der eine ist begabt zu malen, der andere ist begabt zu singen, der andere ist begabter Redner. Und Gott benutzt durch den Geist diese Gaben, die wir haben. Deswegen ist auch in der vierte Buch Mose auch geläutet, dass als die Stiftshütte gebaut worden ist, wurde den Handwerker durch den Geist die Begabungen gegeben, um die Sachen so zu formen und zu bauen, wie es in den himmlischen es vorgeschrieben ist. Also es sind Begabungen. Und was viele von uns nicht sehen wollen, das ist genau, was Paulus in Römer 14, 15, in Galaterbrief, in Korintherbrief das auch deutlich macht,
Das ist, sind starke Charaktere in der Reihen der Christen und der Menschheit. Es sind Leute, die mit einem starken Willen, mit einem starken Charakter ausgeprägt sind. Und es sind Leute mit einem schwachen Charakter, die nicht stabil sind, die schwach sind, die arm sind. Und dieses ändert die Beziehung zwischen Geist und mir nicht. Es sei denn, Gott hat was Bestimmtes vor mit mir und er gibt mir dann in dem Moment diese Kraft und diese Stabilität, das auszuführen. Und das ist oft das Problem, dass wir dieses, was sowohl Gott als auch Jesus, aber insbesondere auch Paulus sehr ernst in der Betracht nimmt, sonst würde auch nicht geschrieben sein in Römer 7, das Gute, was ich will, kann ich nicht und in Römer 15 oder 14 können wir sagen, Römer 15 wird, aber Römer 14 ist auch sehr interessant, wo er sagt, der eine hat mehr Erkenntnis, der andere weniger Erkenntnis, der eine hat mehr Glaube gekriegt, der eine hat weniger Glaube gekriegt. Das ist nicht standardmäßig verteilt. Und das vergessen viele leider. Und deswegen sagt auch Paulus, ja, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheit der Kraftlosen zu tragen. Und was ist die Schwachheit der Kraftlosen? Die Schwachheit des Kraftlosen ist nicht immer das Erkenntnis, das ich nicht habe, sondern in vielen kann Erkenntnis sein, aber die Ausführung bestimmter Sachen kann ich nicht gegensteuern. Bin ich nicht in der Lage. So wie viele, viele gesetzliche Christen denken, müsste eigentlich das Neue Testament ab der Beendung der vier Evangelien bis zu Johannes eigentlich nur zwei Blätter sein. Es würde wahrscheinlich auch nur ein paar Sätze reichen. Die an mich glauben, an die Gebote halten und im Geiste wandeln, diejenigen, die dürfen nicht sündigen und die werden errettet. Und der Geist ist als Beistand und alles ist toll und super und Punkt. Und weiter mit der Offenbarung. Da bräuchte man nicht so viele Briefe. Natürlich, man kann sagen, dass man hatte Korinther geschrieben und man hatte Galater geschrieben, deswegen sind so viele Briefe. Aber eigentlich, theoretisch, müssen die Briefe eigentlich in zwei, drei Sätze geregelt werden, so wie viele Christen leider heute denken. Und das ist eigentlich schade. Es ist schade, gerade drum, weil viele Christen denken, denn sie investieren so viel in das Amt Gottes und sie sind ja natürlich so perfekt gestaltet und sündfrei und sie wissen alles sehr gut, sie wissen, was Sünde ist und sie wissen alles und sie bauen eigentlich für sich gedacht Gold und Silber und wenn sie dann vor dem Richterstuhl Christi stehen, werden sie merken, dass alles verbrennt und sie gehen nackt durch den Feuer. Weil eins missachten sie in der ganzen Botschaft Gottes, dass Gott will Gemeinschaft. Und genauso wie der Vater stärker und größer ist als der Sohn, hat der Vater den Sohn im Ganzen unterstützt.
in seiner Schwachheit. Und der Sohn konnte deswegen sagen, wir, ich und der Vater sind eins. Und so wie ich mit dem Vater eins bin, sollen wir auch eins sein. Und genau das Geheimnis der Gemeinschaft in Christus missachten sehr viel. Und man denkt nicht daran, dass durch die Missachtung der Geheimnisse der Gemeinschaft in Christus, wo der Kern die Liebe ist, dass wir die bestimmte Gruppe der Schwachen, die Gott für sich erwählt hat und die Gott besonders liebt und die Gott mit einer besonderen Gnade versehen hat, die wollen wir theoretisch in die Hölle schicken und sie vernichten, weil sie nicht tauglich sind für das Reich Gottes nach unserer Erkenntnis und Maßen, indem wir die Bibel lesen und verstehen wollen. Es geht hier nicht um diejenigen, die lieben, in die Sünde zu sein, sondern es geht um diejenigen, die hassen die Sünde und sie haben in bestimmten Ebenen nicht die Kraft, damit mit allen fertig zu werden. Was meint ihr, wenn Jesus und Paulus auch erklärt, einer trage die Last des Anderen? Was ist diese Last eigentlich des Anderen? Ist dann das Last, also wenn der gerade ein Haus baut, dann helfe ich ihm, das Haus aufzubauen. Und wenn sein Auto nicht startet, dann helfe ich ihm, weil das ist die Last, ne? Das belastet einen. Aber ein Christen belastet immer Sünde. Belastet etwas, wo er erkennt, ich fühle mich nicht wohl. Ich will das nicht, aber ich kann nicht frei sein. Warum? Warum ist denn so? Und da kommen immer so diese göttliche Falschaussagen, die aber auch ganz richtig sind. Ich sage es direkt so, Gott wird dir schon helfen. Du musst schon gucken, ja? Du musst beten und machen und tun. Dabei vergessen wir, dass wenn wir die Last tragen wollen, ist das, was auch in 1. Johannes 4 deutlich schreibt, der Johannes, dass wenn wir sehen, dass ein Bruder sündigt und keine Todsünde ist, darüber habe ich schon im vorletzten Video gesprochen, und wir beten für ihn, wir beten für ihn, wir schenken ihm das Leben. Und das Lasttragen ist in Beistand zu leisten, im Gebet, in der Liebe. Hiob hatte drei gute Freunde. Und wenn wir den Rat der Freunde sehen, ist eigentlich nicht unmoralisch. Dennoch sagt Gott, sie haben falsch beraten. Weil sie haben nicht nach göttliches Maß beraten, sondern nach Verstand. Und das ist das Problem vieler Christen. Sie sind Christen des Verstandes und nicht des Geistes. Und Gott will, dass wir im Geiste wandeln. Wach doch auf, meine Liebe. Wir sollen im Geist, nach dem Geist wandeln und nicht nach unserem Verstand. Und deswegen, anstatt wir den Last des anderen zu tragen, tun wir noch Last auf dem anderen zutragen. Und das ist das Schlimmste, was einem Christen passiert. Und das ist etwas, was Gott auch nicht unbestraft
lässt. Und deswegen wünsche ich mir auch sehr, dass jeder sich prüfe in diesem Hinblick. Jeder sich prüfe. Weil, meine Lieben, wir sind sowohl in der materiellen, sind wir wirklich darauf berufen, dass wir auch in der materiellen, in der leiblichen, in den geistlichen Bereichen einander helfen. Ohne zu erwarten, Dank und Lob und in Knie zu fallen, weil das, was wir tun, tun wir für den Herrn. Und wir tun nicht, dass wir erwarten von den anderen, ja, Liebesbriefe, oh, mein lieber Bruder, danke, danke, danke. Sondern ich erwarte, ich tue das, was ich tue für den Herrn. Und ich, wenn ich den Last den anderen trage, ich trage, weil der Herr mir zeigt, durch sein Bekenntnis, dass er ein Problem hat und ich will ihm beistehen. Jetzt ist es so, dass es gibt im Leib tatsächlich natürliche Triebe. Und der eine und das gefährlichste Trieb, was natürlich ist, und wo Paulus im Korintherbrief ganz eindeutig sagt, da könnt ihr nicht widerstehen, ist das Trieb der Sexualität. Dann gibt es aber auch etwas, was in der Bibel so direkt nicht steht, ist der Hunger und das Durst. Da kann man nicht widerstehen. Wenn ich Hunger habe, eine gewisse Zeit kann ich aushalten, aber dann quält mich das. Ich muss was essen. Und wenn ich dürste, da kann ich auch nicht sagen, ich bin vom Geist befreit, ich lebe nicht im Fleisch, ich esse nichts mehr. Ich muss was trinken, ich muss was essen, weil das gehört zu den natürlichen Trieben. Aber der Trieb der Sexualität ist sehr gefährlich, weil das kann mich, und das ist das Problem, dass viele das Thema Unzucht nicht verstehen. Obwohl Paulus weist ihn auf den vierten Buch Mose 22 oder 24 ist es, was Unzucht ist. Unzucht oder in 1. Korinther 5, da sagt er, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch sei, und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau habe. Also was ist es? Dass der Mann mit der Frau seines Vaters Hurerei getrieben hat, das ist Unzucht. Und er weist dann noch hin auf 4. Buch Mose, wo die Söhne Israel die Frauen Moabs, die Töchter Moabs zu sich genommen haben und auch die Götter von denen und diese Rituale, das ist Unzucht. Unreine, nehmt man, unrein sein. Was heißt unrein sein? Ich beunreinige mich nicht durch eine Selbstbefriedigung oder durch einen Akt, wo ich auf Hunger, Durst oder in diesen Bereichen geht, sondern ich verunreinige mich durch Gedanken, Gedanken auch der Hurerei. Jesus sagt, man sündigt schon, man macht sich schon unrein, in dem Sinne, wenn ich schon denke mit der Frau des Anderen oder mit einer Frau, die ich begehre und ich schon in Gedanken mit ihr geschlafen habe. Diese Sachen machen mich unrein. Das, was durch den Mund reingeht, macht mich nicht unrein. Egal was es ist. Es macht mich immer unrein. Die Taten, Gedanken, was ich tue. Wenn ich unversöhnlich nicht vergeben kann, wenn ich den Bruder hasse, wenn ich
Diese Sachen machen mich unrein. Aber nicht, wenn ich mich im Schlamm bade, dann bin ich halt körperlich unrein, so in der Sinne, da muss ich mich abduschen. Aber das ist nicht geistlich gesehen vor Gott unrein. Wir sehen auch, unrein ward was Totes, tote Gedanken, tote Werke des Fleisches, das ist unrein. Sünde ist Lüge, ist Selbstsucht, es ist Habgier, es ist Hass. Und das alles hasst Gott, will nicht, damit hat er keine Gemeinschaft. Götzendienst. Und. Aber das sind alle Sachen, die man aus dem Gebot, aus dem Gesetz erkennen sollte. Ich habe mal angesprochen, Thema Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung gibt es viele Arten. Ich rede jetzt nicht über die sexuelle Selbstbefriedigung, weil natürlich, das ist sehr gefährlich. Man kann auch Gedanken haben, die dann dabei einen noch tiefer führt. Das ist halt schlecht. Und darüber ist es auch schwer zu reden, weil da sind auch die Meinungen sehr unterschiedlich. Und es ist besser, wenn man sich davon entziehen kann. Also das ist meine Meinung, ist besser, wenn davon fliehen kann. Aber die Selbstbefriedigung hat sehr viele Gesichter, meine Lieben. Und das wollen wir gar nicht wahrhaben. Wie oft habt ihr euch selbst befriedigt diese Woche? Denkt mal nach. Sag mal ein Beispiel. Es ist heiß und ich habe Lust auf ein kaltes Bier. Ich kaufe mir ein kaltes Bier und lasse es genießen. Das ist eine Art der Selbstbefriedigung. Ich befriedige mich dadurch, dass ich meinen Wunsch in Erfüllung bringe, mein Begehren in Erfüllung bringe. Ich wünsche mir ein gutes Pizza. Ich habe das Geruch, das riecht so gut, ich wünsche mir jetzt eine Pizza. Das ist auch eine Art der Selbstbefriedigung. Das ist alles nicht Sinn. Und natürlich, das Konsum von Drogen und übermäßigen Alkohol tut mich in Leichtsinn und in die Sünde fahren, weil ich meine Gedanken nicht mehr nüchtern sehen und kontrollieren kann. Aber selbst die Einnahme ist nicht die Sünde, sondern das Auswirken dessen führt mich in die Sünde. Und das ist ein Problem. Aber in der Sexualität sagt Paulus deutlich, in 1. Korinther 7, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also mit dem Thema Sexualität hat dann auch die Korinther Probleme. So ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Also es ist gut, wenn man sich ganz, ganz Gott hingeben muss. Und meine Lieben, es sind, und Paulus erwähnt das, glaube ich, in Kapitel 9 oder in Kapitel 8, jetzt weiß ich nicht konkret, ich will das nicht jetzt aussuchen, könnt ihr da selber nachgucken. Es sind wirklich Leute, die haben gesagt, du, ich will mit Frauen nichts zu tun haben und deswegen lasse ich mich sterilisieren. Weil dieses Vorfahr nimmt mir eigentlich den Drang zur Sexualität. Es sind Leute. Also das ist eine Lösung von vielen. Aber das Drang zur Sexualität wird der Geist Gottes nie wegnehmen. Sei es, Gott hat irgendwas vor mit dir. Deswegen sagt Paulus nicht, ihr seid im Geiste und ihr, das ist kein Thema unter euch, ihr darf dem Fleisch da nicht gehorchen, sondern er sagt, aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau, jeder eigene Mann, ja, und er sagt sogar bei Entziehen,
Er sagt, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eurer Zeit lang, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Und das sagt eigentlich deutlich, er sagt, egal wie viel im Geist ihr seid, ihr könnt euch diesen Trieb nicht enthalten. Das ist etwas, was Hilfe benötigt von einer Schwester oder von einem Bruder, den ich heirate, nicht aus der fleischlichen Liebe, sondern aus der göttlichen Liebe, um die Last des anderen zu tragen, um ihn befreien vor Unzucht und Unmoralität. Und das ist oft der Punkt, worüber ein Christen gar nicht reden sollte. Weil wenn jemand einer Schwester oder einer Schwester, einem Bruder sagt, du, ich habe Probleme mit Sex, ich würde so gern, dass wir zusammenkommen, heiraten und dass wir dieses Problem, dann sagt man, du bist bescheuert, geh zum Arzt. Oder lacht man die aus, du, der ist sexgeil oder der ist sexgeil. Über solche Themen dürfen wir gar nicht reden, obwohl Paulus das offen und ehrlich und deutlich macht. Wir können heute gar nicht über etwas reden, ohne gesetzliche Kommentare nicht da zu sein. Wir müssen Tatsachen in den Augen sehen, was Gott es selber sieht und auch danach geht. Aber Gott erwartet diese in der Gemeinschaft einander zu dienen, zu tragen. Eine Last, wie auch in Epheserbrief, ertragt euch in der Liebe. Und Paulus macht hier auch deutlich, diese aber sage ich als Zustand, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe. Das versteht viele nicht. Jeder hat seine Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Auch in Erkenntnis, auch in Glauben, auch in allem. Der Geist ist selber. Den Geist empfangen wir im Ganzen. Aber die Gaben sind deswegen so unterschiedlich, weil Gott erwartet, dass wir uns gegenseitig tragen. Wir erwarten immer, dass Gott uns hilft. Hilf mir Gott. Und Gott sagt, du, ich habe dir die Geschwister gegeben. Warum schlafen die? Wir schlafen, meine Lieben, nicht Gott. Wir sind die, die Gott verhindern, um zu helfen, weil Gott möchte, dass wir hier tätig werden. Und in allen Bereichen einer den anderen trage, ihn vorausgesetzt, da der hasst die Sünde, liebt es nicht, da drin zu sein. Das ist die Voraussetzung in erster Linie. Das ist die Voraussetzung, dass einer kämpft, aber kann nicht in allen Punkten siegreich sein. Und ihr Gott erwartet sogar von uns. Und wisst ihr, wenn wir das nicht erfüllen, dann wollen wir uns auch nicht wundern, wenn wir oben im Himmel nachts stehen. Egal wie gut ich gepredigt habe. Wir predigen über alles. Aber genau über diese Punkte predigen wir wenig. Wie sehr wir eigentlich das Ganze im Ganzen sehen müssen. Und wir können nicht aufteilen, wir sind im Geist, wir sind im Himmel, wir sind schon. Nein, wir sind noch da, wir sind auf der Erde, meine Lieben, deswegen sollen wir aufwachen. Wir sollen aufwachen und wirklich alles geben, dass unsere Leiber Gott gehört, unsere Seele Gott gehört. Wir wollen ihm das als Opfer beibringen. Aber dabei
will Gott, dass wir uns gegenseitig in Demut, in Sanftmut auch helfen. Und natürlich, wenn jemand sich sterilisiert, dass er mit Sexualität kein Problem mehr hat, ist gut. Es ist ein ärztliches Eingriff. Aber es sind Leute und Gott hat nichts dagegen. Es gibt viele Wege nach diese Sachen. Ja, es ist Gott gibt es die eigene Entscheidung. Aber wenn ich das doch mit jemand ausleben möchte, dann bin ich aufgewiesen. Und deswegen sagt Paulus, holt euch nicht aus der Welt. Aber wisst ihr, meine Lieben, es ist oft viel leichter aus der Welt Hilfe zu holen, als aus der Gemeinde. Ja, wir sind so christlich orientiert, wir gucken auf den Gehalt, was er hat, ob er gut aussieht, ob sie gut aussieht, ob alles stimmt und so. Und dann ist auch der Mutter und der Vater da, die auch noch sagen, der hat gar kein Einkommen, der hat kein Haus und der hat nichts. Also, geht nicht. Ja? Aber wenn der so der Pastorsohn ist oder der Sohn jemanden Großen, dann musst du gucken, dass du an ihn rankommst. Es ist immer so, dieses menschliche, unnatürliche, ungöttliche Weg zwischen den Christen. Wir können so viel Bibelstellen um die Ohren hauen, meine Lieben, aber das bringt eigentlich nichts. Und Paulus sagt deutlich, jedem ist sein Anteil gegeben. Und nach diesem Anteil kann er dienen. Der Geist hilft ihm, aber es sind bestimmte Sachen, wo Gott nicht helfen will. Es sind bestimmte Sachen, sonst würde Paulus dieses nicht reinschreiben. Nach vielen Christen müssten die Briefe eigentlich so sein, die Briefe nach Korinther, Rom, Epheser, Galater. Ja, schickt sie überall. Meine Lieben, lasst euch taufen, habt den Heiligen Geist, darf nicht sündigen, seid vollkommen. Punkt. Ich grüße euch in Liebe Paulus. Braucht nicht. Aber Paulus, durch die Leitung Gottes, sieht es genauso, wie Gott uns sieht als Ganzes. Deswegen, bei der Entrückung wird unser Leib verwandelt. Weil Gott denkt auch an unsere Leiber, indem wir heute noch auf der Erde leben und nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im Himmel, vergiss das nicht. Und das ist keine Ausrede, sondern das ist eine Tatsache, dem wir in die Augen schauen müssen. Und ob ich Thema Sexualität oder Thema Sucht ansprechen will, das Problem ist, wir dürfen darüber gar nicht reden. Weil wir begegnen sofort den großen Hammer und nicht die Hand der Liebe. Das ist das Problem. Meine Lieben, wir müssen lernen, uns Gott als gefällige Opfer, als lebendige Opfer hingeben. Und wenn ich mein Leib und mein Geist und meine Seele ihm übergeben habe, dann bin ich nicht der Mittelpunkt. Dann ist immer mein Bruder, meine Schwester, mein das, was mich umgibt, was Gott um mich herum gegeben hat, im Mittelpunkt. Es ist nicht mein Recht und meine Gerechtigkeit, was ich aus der Schrift immer so gern rausziehe, sondern es ist immer das Wohl und das Errettung des anderen. Und meine Lieben, gerade heute hat mir so eine Schwester eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, man muss aufrufen zur Erweckung, weil die Zeit ist knapp. Wacht auf. Wacht auf eure Gesetzlosigkeit. Seid weder Kommunisten noch Demokraten, noch Kapitalisten.
Seid endlich Christen in Christus Jesus. Seid wirklich diejenigen, die im Fleisch wandeln nach dem Geist. Seid solche, die die Tatsachen vor dem Augen sehen und kennen ihren Gott, wie er denkt und wie er handelt. Wir haben das Leben Jesus, wir haben das Leben und die Aussagen Paulus, wir haben auch die 12 Aposteln, wir haben den Petrus vor uns, wir haben den Johannes auch, der Jakobus ist wahrscheinlich ein bisschen gesetzlicher, aber der ist auch ein netter Kerl, ja. Also wir können viel lesen und lernen und wir haben das Alte Testament. Das Alte Testament gibt uns so viele Beispiele, meine Lieben. Es ist um David, der berufen wird. Den muss man nicht aufklären und ihm Mut machen. Geh zum Goliath und bring ihn um. Aber der Goliath ist groß, weil der Goliath ist stark. Nein! Dem wurde in die Wiege gelegt, dieses Glauben, dieses festes Vertrauen. Ja, und hat gesagt, wer ist der? Der ist doch niemand. Ich gehe mit meinem Gott und besiege. So hat es gemacht. Und Gott war mit ihm und der Stein hat getroffen und hat gesessen und der Goliath fiel schon. Und die große Herde Juden, die da standen in Angst und Zittern, weil sie keinen Glauben hatten. Und da kann man auch keinen Vorwurf machen. David hat es in die Wiege gelegt gekriegt. Der war berufen dafür. Da ist ein Othniel und er sagt, ja, ich brauche Zeichen, dass der Herr wirklich zu mir gesprochen hat. Ja, es soll morgen so sein, dass die Hälfte nass ist von Tau und der andere Hälfte nicht nass ist. Und dann soll es umgekehrt sein und dann wieder umgekehrt und das soll anders sein. Ich will wissen, dass Gott wirklich zu mir. Es gibt auch solche. Weil Gott mehr Zuspruch machen muss. Und Gott macht das. Er wurde einen Tag so, der andere Tag so, Gott macht das. Warum? Weil Othniel berufen wurde, das wurde in die Wiege, aber der hat einen Unglauben, der hat Unvertrauen, ja, der wollte auch nochmal sicher gehen. Und dann auch noch, wo er hört, denn die Gegner sagen heute, gibt uns der Herr in seine Hand. Das war ihm schon der Maßvoll, da wusste er, ja, der Herr ist mit mir. Das ist der Knecht Elia, ja, und er sagt, ja, aber die sind viele und was sollen wir machen? Und sagt, hab keine Angst, wir sind mehr als die. Ja, aber wieso, da sehe ich doch keine. Ja, und dann betet zu dem Herrn, dass er den Knecht die Augen öffnet und der Herr öffnet die Augen und sieht dann, er sieht es. Ja. Das sind wir Menschen, wir sind unterschiedlich. Wir unterschiedlichen Stärke in Glauben, in allen. In Vertrauen und in allen sind wir. Aber Gott will, dass wir zusammen. Und da ist der Punkt über das, was man viel verkündigen muss und da wirklich mal endlich aufwachen muss. Wir sollen uns gegenseitig unterstützen. Und es beginnt von Glauben, Vertrauen, Hoffnung, Schwachheit finanziell. Und in allen Bereichen, in denen wir hier auf dieser Erde wieder leben. Denn nach Geist zu leben, heißt nicht, dass wir von dieser Erde weg sind. Wir sind hier. Und das ist eine Tatsache, die muss man da auch nehmen. Und wenn ich über die Sexualität reden will, dann muss ich über die Macht der Gemeinschaft reden. Dass Gott will, dass wir in dieser Macht der Gesellschaft, der Gemeinschaft, das Wirken des Geistes auch zulassen. Wir reden immer, der Geist macht und der Geist macht. Aber von uns reden wir nicht. Wir brauchen nichts tun. Gott hat den Sohn geliebt und der Sohn hat uns sehr geliebt. Das sagt in Johannes. Deutlich, der Herr, mit der Liebe des Vaters und der Sohn liebt mit der Liebe des Vaters uns, aber dann wir brauchen nichts zu tun. Ich bin ein geretteter Geist, ich bin schon so heilig,
Ich brauche da gar nichts. Ich brauche nur gucken, wer sündigt und wer nicht sündigt und alle zurechtweisen, ja, und den einen in die Hölle steigen und den anderen in den Himmel katapultieren. Aber von Liebe und Gemeinschaft und das ist das nicht mehr unbedingt notwendig. Und gerade das verlangt der Herr von uns. Ja? Wenn ich den Herrn liebe, dann liebe ich meinen Nächsten. Ja? Und das ist diese nächste Liebe, das Bruderliebe, Geschwisterliebe, das ist das Fundament in Christus. Und das vergessen wir sehr gern. Und meine Lieben, da muss man arbeiten. Ja? Denn das erwirkt unsere Heiligkeit. Das erwirkt, dass unsere Leiber Gott opfern. Wie opfere ich auch Gott mein Leib, indem ich auf die Straße gehe und schreie, Christus ist für mich gestorben? Nein, genau da opfere ich mein Leib. Da ist ein wohlgefälliger Opfergeruch, wenn ich meinen Nächsten, meinen Bruder und meine Schwester liebe. Da ist es. Da ist es. Und da sollen wir aufwachen. Da sollen wir aufwachen. Und da braucht man dann nicht über Sucht, wir brauchen dann nicht über Sexualität reden, weil wir wissen, was zu tun ist. Und möge Gott wirklich uns da Erkenntnis geben, bevor es zu spät ist. Weil wenn der Herr bald in den nächsten kommenden Tagen, vielleicht auch heute, morgen, wer weiß, mit seiner Posaunenstimme posaunen wird und rufen wird, komm, und wir sind weg, dann kann man sich keine Gedanken mehr machen über. Man kann Gedanken machen, warum bin ich unten geblieben? Ich habe doch dem Herrn gedient. Also lasst euch wirklich da nicht ihre Leid, was bezüglich ist, das Leib als Opfer, angenehmes, lebendiges dem Herrn. Ja, meine Lieben, lasst uns weiter im Gebet bleiben füreinander und danke auch für eure finanzielle Unterstützung. Ich danke für eure geistliche Unterstützung, für eure Kommentare. Ich danke euch und lasst euch fest umarmen im Namen unseres Herrn Jesus Christus.